Zuerst kam das Pferd, dann der Traktor und dann die intelligente Maschine. Am Feld hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan. Landmaschinen erkennen heute eigenständig Unkraut. Wenn wir Chemie oder den Einsatz von Chemie reduzieren wollen, dann müssen wir mechanisch schützen. Früher hat man gesagt, man hat keilt den Garten und hat das Unkraut beseitigt. Und das tut man halt jetzt mit Hochtechnologie, teilweise mit kamerunterstützten Systemen, die optisch unterscheiden können, ist das eine Nutzpflanze oder ist das eine Schadpflanze. Pöttingen-Grieskirchen produziert Landmaschinen. 151 Jahre zählt das Unternehmen bereits. 1871 hat der Uhrmachermeister Franz Pöttinger seine erste Futterschneidmaschine gebaut. Auf Anfrage von einem Landwirt hat er so eine Maschine konstruiert und gebaut. Und mit der ist er dann nach Linz und nach Wels gefahren. Bei den Messen dort konnte er überzeugen. Mittlerweile ist Pöttinger stark gewachsen. Im Geschäftsjahr 2021-22 hat das Unternehmen einen Umsatzrekord gemacht. 506 Millionen Euro. Damit ein Viertel mehr als im Vorjahr. Unser Geschäft ist dadurch bestimmt, wenn unsere Kunden, also die bäuerlichen und landwirtschaftlichen Betriebe, was verdienen können, weil sie für ihre Erzeugnisse entsprechende Preise bekommen, dann können sie ja investieren, dann kaufen sie ja landtechnische Produkte. Mehr Produkte und neue Märkte. Pöttinger muss ausbauen. In St. Georgen bei Grieskirchen entsteht ein neuer Standort. So groß wie das Stammwerk in Grieskirchen. Auch inklusive neue Lackieranlage. Eine ähnliche, wie es in Grieskirchen schon gibt. Denn damit die Maschinen lange leben, müssen sie wetterfest sein. Alle Einzelteile werden also lackiert. Die Anlage dafür erinnert an eine Waschstraße. Jedes Teil durchläuft unterschiedliche Stationen. Ja, die Teile werden aufgehängt und dann kommen sie in eine Sandstrahlanlage rein, werden mit metallischen Kugeln beschossen, dass das Material aufgeraut wird. Dann geht es in eine Anlage rein, dann kommt ein Grundierlack drauf. Der Grundierlack wird wieder eingebrannt. Bei 200 Grad, dann kommt er wieder raus, wird abgekühlt und wird hier hinter mir mit Pulverlack dann überzogen in verschiedene Farben. Danach wird es nochmal heiß bei 220 Grad. So wird die Farbe eingebrannt und das Teil ist fertig. Viele Bauteile produziert das Unternehmen selbst. Der große Vorteil ist, dass man in gewisser Weise halt auch unabhängig ist und dass man sich auch so Schnellschüsse auch in der aktuellen Kettenproblematik, dass man sie dann halt manches selber lösen kann. Sind die Bauelemente fertig, geht's in die nächste Halle. Die Monteure setzen die Maschine zusammen und testen das Gerät dann mehrere Stunden, bevor es zum Kunden geht. Viel Arbeit also, bis am Jahresende die letzte Maschine vom Band fällt. Sie bekommt jedes Jahr einen Baum umgebunden. Es ist der Grund für die Mitarbeiter, die freuen sich, wenn die letzte Maschine vom Band fällt. Genauso wie man beim Haus am Ende des Daches einen Baum montiert, so werden auch wir bei der letzten Maschine einen Baum montieren. Der Maschinenbauer hat insgesamt 2000 Mitarbeiter und bräuchte noch mehr. Das Unternehmen sucht für alle Abteilungen. Vor allem Monteure, Pulverbeschichter und andere Facharbeiter.